Hat jeder Heiltränke dabei? Ich habe Heiltränke, ich habe alles da. Alles Viel cool. wichtiger, hat jeder Gifttränke dabei, also quasi Giftwiderstandstränke, meine ich. Ja, ich habe Ausdauertränke. schon. Ich glaube, Ausdauertränke brauchen wir nicht, wenn wir den Rested Buff haben. So, Rested Buff. Rested Buff. MC Das Rested kann ich Buff ist mir wieder. tatsächlich noch holen. Ich bekomme immer 22 Minuten Rested Buff in meiner Butze. Ja, dann gehen wir alle zu Benny und holen uns 22 Minuten, ne? Weil der hat ja Ja, hier jo. richtig auf die Kacke gehauen mit seiner Wohnung und uns da quasi im Regen stehen lassen. Ist Nee, alles so. gut. Ihr habt euch selber im Regen stehen lassen. Gar nicht wahr. Ich war unterwegs und hab hier fürs Gemeinwohl Harz gefarmt, während du hier dir zu Hause deine Bude schön gemacht hast. So, zeig mal, wo ist denn der Spot, wo man hier den maximalen Rested Buff bekommt? Oh, hier sogar eine Wraith Trophy. Wo haben wir die denn her? Oder hast du die im Sumpf? Die habe ich tatsächlich selber gefarmt, als ich Krasser im Sumpf Scheiß. war und Hi, waren für gerade alle Ochsen. Eisen gefarmt habe. Wenn ihr auf dem Bett steht, bekommt ihr den. Nee, da kriege ich nur 15. Ja, 15, Naja, 52 15 ist. Minuten. Achso. 7 Minuten ist ja der Rested Buff, den du immer kriegst. Ja? Und 15 quasi das, was du dann drauf bekommst auf den Rested Buff. Jetzt stehen wir hier alle mit unseren Schuhen auf Bennys Bett und warten, dass wir ausgeruht sind. Das ist ziemlich awkward. Aber Sind ist nicht halt so, ausgeruht, ne? steh auf. Nice, 22 Minuten. Ich hab Du mich hast dich auf den hingesetzt. Spawner vor dem gestellt. Das ist clever. Und das bringt mich auf die Idee, dass wir alle, wie viel Dirheit hast du denn hier verwendet? Junge, Junge. Alle. Das ist echt Alle. insane. Benny hat das komplette Lager da oben leer geräumt. Ey! Jetzt geht das wieder los. Hey. Komm schon. Nass. Also ich bin aber trotzdem, ich bin da auch mit, also ich bin da bei Matze, ich kann es verstehen. Was? Mittlerweile an dem. Nee, Bin ich ich bei nicht. ihm? Bin ich bei ihm? Geil. Ich wusste, es wird sich durchsetzen. 2 von 3, das reicht mir schon völlig aus. Oh. Das bringt mich, wo du den Spawner erwähnst, auf eine sehr gute Idee. Vielen Dank. Wir müssen natürlich auch die Withered Bones mitnehmen, weil sonst können wir den ja gar nicht beschwören. Und es wäre nicht das erste Mal. Guter Ist denn Punkt. mein Helm? Der ist weg. Wie viel brauchen wir denn zum Beschwören? Waren es 3? Nehmen einfach mal 10 mit, das wird schon passen. Wo müssen wir dafür hin? Wir müssen, ich weiß nicht, die Bone Mass Location solltest du auch eigentlich auf deiner Karte haben. Ach, das ist der Müssen wir da. da, müssen Müssen wir wir da ein da. Boot hinschippern oder was? Wir Im müssen da Boot, ja. definitiv mit dem Boot hinschippern, ja. Dann hat 10, sich das mit dem Rest der Buff okay. ja überhaupt nicht gelohnt. Mensch, Nee. wieso nicht? Ja, wozu? Wenn Der wir Rested Buff lohnt brauchen. sich immer. Was ist denn das für eine Frage? Wir brauchen dafür das Boot Feinholz, ne? Ja. Das ist Wie korrekt. viel? Gar nicht mal so wenig. Mehr ist das, was wir jetzt haben. Mehr als 7. Wir brauchen auch Feinholz für ein Portal. 40 Feinholz brauchen wir. 80 Feinholz wären es dann, wenn wir noch zwei Portale bauen müssen. Dann pass auf, Benny, komm mal mit. Nö. Oder jemand, der eine Bronze-Axt hat, kommt mal mit. Ich habe keine Wo bist denn du? Bronze-Axt. Ich hab doch eine, ich will wissen, wo Matze ist. Wir treffen uns bei mir im Haus. Ach so, cool. Weil da habe ich mein Portal gesetzt, was ich jetzt immer nutze, um unterwegs wieder zurückzureisen. Weil das, Aha, ein Geheimportal, naja, wovon wir nichts wissen. das ursprüngliche Portal ist ja quasi gerade besetzt, weil wir damit zum Uralten gegangen sind und das nicht umbenannt haben. Also das, was eigentlich als Rückkehrportal gedacht war, ist ja belegt. Deswegen muss ich mir jetzt ein eigenes machen. So. Mit Blackjack und Noten. Mit Blackjack und käuflicher Liebe. Du hast da nicht so viel gebaut und bist jetzt Max. Na gut, das ist auch eine Herangehensweise. Ne? Das hatten wir ja letztes Mal schon so ein bisschen erörtert, dass es auch eine Möglichkeit ist, einfach das Bauen erstmal zu vernachlässigen und sich komplett auf die Bosse zu konzentrieren, auf das Fighting. Wir haben versucht, da so einen gewissen Mischmasch zu finden. Wie kam man denn jetzt hier am besten weg? Ach, scheiß drauf, ich schwimme einfach. Ich werde es schon überleben. Ja, mit deiner vollen Ausdauer. Ansonsten esse ich halt auf halbem Wege eine Wurst. Eine Schwimmwurst. Schöne nasse Sind Wurst. Schwimmwort. Was soll denn das jetzt, Kevin? Ah, so hat man mich lang nicht genannt. Schwimmwurst. Ja. Ey! Wie der weggeflogen ist, Junge. Ist geil, ne? Wie es die wegbeutelt. Einfach nur der Hass ist da. So, gehen wir mal ein paar Birkchen sammeln hier.
Heu. Beim Baumstamm kommt nur normales Holz raus. Das ist auch ein bisschen cheaten, oder? Beim normalen Baumstamm oder welchen meinst du jetzt? Achso, du hast den Stumpf abgemacht. Beim Stumpf kommt tatsächlich nur normales Holz raus, ja. Das ist korrekt. Aber wenn wir jetzt hier so abseits sind, mache ich die Stümpfe auch nicht weg. Bin ich ganz ehrlich. Ach so! Also hier irgendwo... Hab ich aber auch nicht gemacht, als ich das gefarmt habe, weil das war mir dann auch zu viel. Hier weil das ineffizientes Feinholz sammeln ist. Bin ich bei Matze? Nee, ist klar. Da sehe ich mich gar nicht. Baumfeld! Uah. Das ist natürlich ein bisschen schade, wenn da niemand anders das Spiel hat. Das ging mir am Anfang so, beziehungsweise als wir ich am Anfang meine eigene Welt gespielt habe. Also nebenher zu dieser. Du musst alleine spielen, hat aber. Mach ich ja mittlerweile auch nicht mehr. Habe ich auch eine Weile allein gespielt. Und das macht die Sache teilweise echt schwer. Gerade so die Bossfights sind nicht gerade einfach alleine. Wenn man so schlecht vorbereitet ist, wie wir das meistens sind. Oh, der Baum ist hier richtig reingewachsen. Das sieht natürlich geil aus. Ist da was drin? Ja, das sieht geil aus. Dankeschön, lieber Kevin. Gar kein Problem. Ihr Trick 17. Die Welt wird gespeichert in 30, Jungs. Hey! Bleib hier, Mann! Junge! Das ist auch neu seit dem letzten Update. Immer nur gut, dass das Kevin so sehr triggert. Hey! Jetzt hör doch mal auf! Ich bin Headphone-User, okay? Wir sind alle Headphone-User. Yep. Naja, deswegen weiß ich nicht, ob ihr eure Ohren schon irgendwie gar nicht mehr hört oder ob ihr gar nicht mehr existiert da. Ich weiß auch nicht, hört man seine Ohren? Ja, du weißt schon, was ich meine. Wäre nicht noch frech, Junge. Musst halt mal ein bisschen auf deine Ohren hören und nach deinen Augen gucken. Oh Gott, da habe ich einen anderen Baum noch mit umgeholzt. Ne, das wollte ich nicht. Oh Gott, oh Gott. Kollateralschaden ist immer. Oh Gott, oder nicht? Greenpeace wants to know your location. Der ganze Wald fällt auseinander. War ich nicht. Das war der Matze. Ja, die Schlangen. Du meinst bestimmt die Seeschlangen. Ne? Da hatten wir neulich auch die erste Begegnung mit so einer Seeschlange. Also Benny und ich, als wir das Eisen zurückgeholt haben von unserer Sumpfbasis. Wir sind aber auch erfolgreich aus dem Weg gegangen. Wir sind einfach weitergeschippert, wie das echte Seebären so machen. Einfach die Gefahr ignorieren und weiter geht's. Kann mal die Nixe mir nicht auf den Senkel gehen? Danke. Ich hab gerade hier eine Mission. Weißt also du, was man da sagt, Kevin, wenn einem so ein Vieh auf den Senkel geht? Ich ahne, was kommt. Ey! Okay, das hat tatsächlich dein Mikrofon übersteuert gerade. Ja, ist so. Das ist ein bisschen übertrieben. Ich muss noch den Sweet Spot finden dafür, das stimmt. Mhm. Bin ich voll bei euch. Also ich habe jetzt einen Stick voll mit 50. Ich habe 37, aber noch eine Birke hier gerade am Schlachten. Wie viel brauchen wir, hat man gesagt? 80. Naja, dann müsste das ja reichen. Naja, wir brauchen aber auch noch was fürs Portal. Ja, also 40 fürs Schiff und 20 jeweils für zwei Portale. Okay, na lieber ein bisschen mehr mitnehmen. Wir brauchen es ja sowieso, wenn wir jetzt einmal hier sind. Wenn Matze wieder seinen Anfall bekommt, wir brauchen mindestens 15 Minuten Rested Buff, dann muss er noch einen Stuhl hinstellen. Tisch. Ja, sag dich nur lustig, aber du nutzt den Rested Buff dann selber, ne? Du bist der dann geheilt wird davon, das. Wir können natürlich einfach dann nach Hause fahren und wieder 22 Minuten Rested Buff in einer geilen Putze holen. Klar, und dann wieder einfach, ey, Knochenmanns, warte mal, wir müssen erstmal zu Benny uns aufs Bett stellen. LOL! Ich hab das Teil gefunden. Was ist denn für ein Teil? Was wir diese Woche besprochen hatten, Matze. Ach, die Maypole? Yo. Du hast eine Maypole gefunden? Wait a second. Ich hab eine Maypole gefunden. Einfach nur mal random. Und hier ist auch ein kleines Dorf mit so ganz, ganz vielen kleinen Häuschen. Holy shit. Ach. Das müssen wir unbedingt bookmarken auf der Karte. Ich glaube, es gibt pro Welt, wenn du Glück hast, ein oder zwei Maypoles. Und du gehst halt einfach casually hier durch die Gegend. Ja, ich hab ne Maypole gefunden. Naja, ich bin's halt einfach. Was lustig, Mann. Wahnsinn. Wie viel Spielzeit wir haben. Ich glaube, ich habe heute mal geschaut, ich bin bei 170 Stunden momentan im Valheim. Ja? Ich kann dir allerdings nicht einatmen, ob das viel ist. Wahrscheinlich nicht. Da ist sie. Oh, geil. Los, die müssen wir gleich mal umholzen. Warte mal, zeig mal her, wo ist denn die? Ich seh's nur im Stream. Hier? Das wird auf jeden Fall ein Thumbnail. Das wird auf jeden Fall ein Thumbnail hier.
Die Maypole. Und wie gesagt, hier sind so viele kleine Häuschen schon angefangen, da kann man richtig was draus machen. Ja, definitiv. Ja, die muss man ja nicht alle umholzen. Das ist Kevins Aufgabe, er macht dann Maypole-Dorf. Oh, jetzt habe ich mich verschrieben, jetzt habe ich es Maypool genannt. Das ist natürlich peinlich. So. Holy Shizzle Dizzle Confizzle Rizzle, wir haben eine Maypole gefunden. Das ist natürlich echt cool. Da bin ich gerade richtig happy. Ja, solche kleinen Sachen machen mich glücklich. Hi, Matze. Hallo, Kevin. Da ist eine Fackel drin. Ja, brauche ich nicht. Außer ab reparieren. Ach, guter Punkt. Wir sollten die reparieren. Lups. Sehen. Ja, definitiv. So, jetzt ist sie wieder hier bei maximaler Gesundheit. Ich lasse mal die Werkbank hier stehen. Einfach für den Fall, dass wir hier mal zurückkehren wollen und vielleicht irgendwie unseren maximal Rested Buff Spot hier hinsetzen wollen. Das wird geil. Da machen wir hier einfach nur so ein kleines Zimmerchen um die Maypole drum herum, wo wir alles reinflanschen, was uns Rested Buff gibt. Und dann holen wir uns also den Rested Buff. Das lohnt sich ja so richtig für so ein Mini-Dorf hier. Nee, wir können das auch gerne richtig ausbauen. Aber das wird auf jeden Fall der Godfather of Rested Buff. Late Game. Geil. Unter Godfather of Late Game. Aber die Frage ist jetzt, weil gerade das im Chat geschrieben wurde, kann das passieren, dass die Maypole von den Krautzwergen angegriffen wird? Ist das möglich? Müssen wir die jetzt schützen mit Palisaden? Also wenn es möglich ist... Werden wir es tun. Nee, wenn es möglich ist, ich glaube, wir müssen die nicht zwingend schützen. Also es kann sein, dass sie die angreifen, aber die geht auf jeden Fall nicht super schnell kaputt. Und dadurch, dass wir uns nicht Odin. In dem Bereich... Ey! Was denn? Krautzwerg. Dadurch, dass wir uns in dem Bereich hier nicht so oft aufhalten, ist der auch nicht aktiv im Speicher, deswegen... Ach so, okay. Spawnen da dann auch keine Gegner. Also nur wenn wir uns jetzt wirklich hier immer in der Nähe aufhalten, sollten wir die wahrscheinlich schützen. Aber wenn ihr hier zufällig vorbeikommt auf der Suche nach was auch immer, auf jeden Fall mal kurz den Hammer rausholen und das Ding reparieren. Da kommt ein Schamane hinter dir. Ich würde gar nicht so viele Bäume jetzt hier abholzen. Vielleicht wollen wir das noch mit nutzen. Nee, ist richtig. Weil wir haben jetzt auch genug Edelholz. Ich bin gerade voll, ja genau. Ich habe jetzt 81 Edelholz allein bei mir in der Tasche. Ich habe 70. Dann könntet ihr auch überlegen, noch was zu upgraden. Für welches Upgrade brauche ich denn Edelholz? Mal ganz dumm gefragt. Für das Schild. Ah, okay. Weil während ihr hier ein bisschen Holz gefarmt habt, wollte ich nicht sinnlos rumstehen und habe jetzt noch ein bisschen Eisen eingeschmolzen. Ah, das ist sehr gut. Das ist Teamwork. Oder? Das ist Teamplay, Leute. Überraschend. Das ist eigentlich total unüblich für uns, dass wir mitdenken und Dinge sinnvoll machen. Also ich würde wieder zurück zu dem chaotischen Schwachsinn, ja, den wir sonst. Es ist ja auch erst 20.44 Uhr, also wartet das mal ab in 2 Stunden, da sieht es ganz anders aus. Good point. Wo ist denn eigentlich unser Point? Ich habe mir das nicht gemerkt. Vergiss es, verpiss dich. Du vergiftest mich jetzt hier nicht auf halbem Wege. Du kannst mal schön dahin gehen, wo du herkommst, in dein Krautzwergologendorf. Da auf der Insel drüben habe ich meinen Spot gesetzt. Immer auf der Suche nach dem allmächtigen Rautzwerg-Spawner, den ich nicht gefunden habe seitdem. On the way. Der letzte Boss noch. Der sieht cool aus. Hast du denn schon einen Plan, was du dann bauen willst, wenn du den Boss fertig hast? Bin ich doof? Wieso? Hast du nicht gesagt, du denn? Ach, hier. Ja, in dem kleinen Häuschen da drin ist das. Bin doch doof, ja. Ein Holz nenne ich das jetzt einfach mal. Ich lass dir mal die Tür offen. Danke. Du musst dir das Portal nicht markieren, Kevin, falls du das gerade getan hast, weil ich es wahrscheinlich die Woche wieder umsetzen werde. Wenn ich weiter auf Reisen gehe, das ist ja nur mein flexibles Portal. Ein Kolosseum das Ding ist richtig geil. Nice. Muss
Muss ich mal den scheiß Stein wegwerfen. Ich bin schon wieder voll mit allem möglichen Scheiß, ey. Same kann doch nicht sein. Du fängst an zu frieren. Na, dann müssen wir mal die Heizung aufdrehen. Ich hab da doch noch keine Kohle reingeschafft. Oh, die gelbe Leiste ist aber auch groß, du. Was ich übrigens nicht wiedergefunden habe, ist mein Stirnband. Ich weiß nicht, wo das ist, ne? Benny? Ist das vielleicht in irgendeinem Außenlager in der Kiste drin? Ja, es ist höchstwahrscheinlich so, aber ich wüsste gerade auch nicht, Benny? In welchem Außenlager ich war. Habt ihr 2 Stacks Holz reingetan? Moment, also mal. Normales Holz. Kiste. Nice. Wenn du gerade am Kohle machen bist. So, Harz können wir auch wieder abladen. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, ein Holz können wir ja gleich mitnehmen. Kohle, Kohle. Schuppdido. Ah, du hast einen guten Punkt, Benny. Ich glaube, ich gehe mal in die Sumpfaußenbasen, weil da waren wir ja diese Woche kurz, um das Eisen zu holen. Vielleicht habe ich es wirklich. Da wäre ich mir nicht sicher, dass es da drin ist, weil die Kisten habe ich eigentlich nochmal angeschaut, dass die leer sind. Aber tu dir keinen Zwang an. Schaden kann es nicht. Ich wüsste halt nicht, wo sonst noch, ne? Doch, ich war in der Kupfer. Ich habe hier bei dem Kupfer, das können wir ja auch kurz showcasen, ne? Das habe ich ja auch gebaut. Stimmt, ja. Eine kleine Hütte, wo du das Kupfer gelagert hast, Kevin. Ich weiß gar nicht, wieso ich da angefangen habe, eine Hütte zu bauen. Wahrscheinlich einfach, weil ich nicht anders konnte. Vielleicht weil du gedacht hast, ich bekomme beim Abbauen nur einen 5er Rested Buff, das geht nicht. Das kann natürlich sein, ne? Und da hab ich überall an, eine Hütte zu bauen. Ich kann da gerade nicht so viel zeigen. Hast du sogar Blaubeeren auf den Tisch gelegt? Ja. Ah, come on. Und einen kleinen Humpen hingestellt und ein Messer, was ich gefunden habe, hier hingelegt. Das ist. Ach komm, du musst aber schon zugeben, dass. Das fand ich auch eine coole Idee, muss ich sagen. Mit dass dem es cozy Messer. Ist. Ja, natürlich. So, empty, gegen. Ich war ja eigentlich. Mein Stirnband! Ernsthaft? Nice. Was auch immer mich geritten hat, das hier abzulegen. Ah, du bist doch. Muss gerade du sagen. Ja, echt mal. Ich weiß nicht, wo mein Meginjord-Gürtel ist. Vielleicht hast du ihn in die Kiste gelegt. Niemals! Das hätte ich nie gemacht. Nicht in 1000 Jahren würde ich dir in eine Kiste legen. Oh, der war in der Kiste. Ey, warum ist denn in der Kiste drin? Okay. War das jetzt ein bisschen überzogen? Ich glaube nicht. Nee. Nein. Ich glaube schon. Das war on point, würde ich sagen. On point. Nee, das war nett überzogen. So wie ihr halt seid. Ach, schön. So, Jungs, Mädels, ich nehme mir mal ein bisschen Feinholz hier aus der Kiste und ihr sagt Schild upgraden. Also wir haben jetzt insgesamt wieder 51 Eisen. Gar nicht schlecht. Das heißt, wir können wieder ein bisschen upgraden. Aber denk dran, dass wir noch ein bisschen Feinholz brauchen, ne? Also du kannst schon machen, aber... Ja, wir brauchen 80 Feinholz. Am besten wir legen das 80 Feinholz in eine Kiste und danach können wir upgraden, wie wir wollen. Was brauche ich denn noch? Achso, habe ich das Eisen jetzt nicht mitgenommen? Bin ich so dumm? Ja. Ja. Tatsache. Na, siehst du, war klar. So, fürs nächste Schwert-Upgrade brauchen wir alle 20 Eisen. Okay. Halt! Fast ein neues gecraftet. Ich bin so ein Held. Vom Stoppelfeld. Südele. Stoppelfeld. Weg mit dem Eisen. Kennst du nicht, oder was? No. Really? Jetzt habe ich ein Schild Stufe 2, eine Mace Stufe 3 und eine Rüstung komplett Stufe 2. Ich habe jetzt 50 Rüstungswert. Wo unten meinst du denn? In der Schmiede. Waren da jemals Leather Scraps? Nö, die habe ich wieder hochgeschafft. Okay. Die Ordnung muss immer eingehalten werden. Es ist immens wichtig. Brauchen wir eigentlich jetzt noch Eisen oder wollen wir das verballern? Also ich würde jetzt tatsächlich zumindest gerne noch mein Schwert upgraden und dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Also ja, wir brauchen definitiv weiterhin auch Eisen. Hey, aber wenn ich sehe, was wir hier noch uneingeschmolzen haben, können wir das auch auf jeden Fall noch verwenden. Es wäre Blödsinn, jetzt nicht alles zu upgraden, bevor wir zum Boss gehen. Einfach nur aus falscher Sparsamkeit. Deswegen sage ich go for it. Ach schön, und die Sonne geht auf, da gehen wir doch mal ganz kurz hier raus, während es leckt wie Sau. Und genießen den Sonnenaufgang über Himmland. Kurz bevor wir uns wagemutig in Richtung des Bosses begeben. Soll ich schon mal das Schiff bauen, sagt mal? Willst du gerne machen? Da bräuchte ich wahrscheinlich Eisennägel. Wo sind die denn? Sind die oben? Oben. Nee, bei mir. Bei
bei Kevin. Okay. Aber oben sind auch welche. Nee, vielleicht auch nicht. Aber hier ist schneller. Dann gib mal rüber, ja. Und zieh dir mal was an, wie sieht das aus? In der entsprechenden Kiste, Metallwaren. Es gibt hier eine Metallwarenkiste? Ach, hier unten, natürlich. Faszinierend. 100 brauchte man, ne? Ja, das stimmt, Eisen ist wirklich wichtig im Late Game, das habe ich auch schon gesehen für diese Chainmail-Armor oder was das ist. Nee, die, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ist noch jemand Leather Scraps? Nee, ne? Doch, natürlich habe ich Leather Scraps. Aber ja, die letzte Rüstung benötigt Eisen. Hat sich eh erledigt, wir haben nicht genug Eisen. Wie viel brauchen wir noch? 10. Den haben mit 5 Eisen reichen wir nicht. Nee, 5 brauchen wir noch insgesamt. Naja, hole ich mal ein bisschen Antike. Könnte tatsächlich auch nichts mehr upgraden, momentan. Ich könnte meinen Helm bestimmt upgraden, wenn ich ihn finden würde. Absolut keine Ahnung, wo der ist. Der ist gone. Ist irgendwie, wieso geht uns eigentlich dauernd unser Equipment verloren? Was ist los mit uns? Also ich habe jetzt einfach einen Bronzehelm. Aber ich weiß, dass ich auch einen Eisenhelm hatte, aber keine Ahnung, wo der hingekommen ist. Ich habe aber auch lang keinen gesehen, Kevin. Kann sein, dass beim Bauen meines Hauses der mal abhanden gekommen ist. Beziehungsweise in irgendeine Kiste getan wurde. Einfach nur, um eine loszuwerden. Naja, und jetzt ist es gut oder teuer. Ja, dann geh doch in dein Haus und guck die Kisten durch, wäre jetzt so mein Vorschlag. Und das kann in irgendeiner Kiste liegen. Ja, mein Gott. Die Zeit haben wir jetzt auch noch. In irgendeiner Kiste. Hier überall. Ach so, ja, ist natürlich. Aha. Kenn da meine bessere Hälfte doch. Dann frag mal deine bessere Hälfte und Baubeauftragte. Ob sie weiß, ob sie den Eisenhelm. Weiß, wo sie den Eisenhelm hingetan hat. Und du hast schon die beste Rüstung. Na gut, wenn du durch bist, ist das nicht ungewöhnlich, aber das ist natürlich cool. Oh, hier liegt Kohle rum, Benny. Weiß! Ich habe ja auch extra gerade neues Holz in die Kohleöfen getan. Kannst du doch nicht draußen liegen lassen, Mensch. Aber was? Schlecht. Natürlich lass. Dann haben wir halt nasse Kohle, na und? Ja, nee. Also weiß ich jetzt nie, was die Aussage sollte. Da kannst du. Also unser Schiff, die Magdalena, die 5. ist auch ready. Hm? Hey, Magdalena. Ei? Ei? Hätte ich nicht gedacht, dass er jetzt mitmacht. Finde ich auch gut. Ja, den Songtext kennt ja wohl jeder, also der Songtext ist immer gleich, ne? Also erst, und dann, Macarena! Du hast das falsch gemacht. Macarena! Mein Güte! Das ist unser Lied. Ja. Das ist unser Lied. Ich schmeiß jetzt erstmal alles in meine Kiste hier rein. Für später muss ich da mal in der Ruhe aussortieren, wenn wir wieder da sind. Ich hab jetzt keinen Bock, wieder hochzulatschen. Ist mir alles zu weit hier. Alles zu viel! Aber Matze, die Ordnung muss eingehalten werden. Die Ordnung wird auch eingehalten, die ist nur temporär flexibilisiert worden. Temporär flexibilisiert. Haha, wir sind übrigens ziemlich dumm, aber es ist okay. Schön. Weil wir hätten ja schon mal durchs Portal gehen und zu unserer Swamp Base gehen können, von dort losschippern. Aber okay, dann lass uns halt die Seefahrt komplett genießen. Wir reißen das Boot jetzt nicht wieder ab. Hm. Und stehst du schon wieder in mir? Das ist. Nee. Haha! Ja, Leute, vergesst mich doch nicht. Wir fahren doch auch noch nicht los. Wo gibt's denn in Dungeons das zerfetzte Cape? Das ist ja nur ein kosmetischer Gegenstand, oder? Also zumindest das Hero Cape ist ein zerfetzter Gegenstand. Nee, ist ein kosmetischer Gegenstand. Aber bei dem zerfetzten brauchen wir eigentlich auch Gifttränke? Nein. Ja. Ja, Giftresistenztränke schon, ja. Definitiv, die sind sogar essentiell, würde ich sagen. Habt ihr welche? Ich habe welche dabei. Ich weiß auch nicht, dabei. Wie viele noch oben sind. Aber ich kann dir welche abgeben, wenn keine mehr da sind. So, ich bin der Einzige, der keine hat. Es sind auf jeden Fall noch welche da. Ich habe aber auch keine mehr nachgebraut, großartig, weil ich dachte, wir brauchen die danach zumindest erstmal nicht. Kann ich ja dann bei Bedarf wieder machen. Ja, alles cool. Ich richte schon mal das Schiff ein bisschen aus, weil wir müssen ja da durch die Seegänge. Wir sollten uns vielleicht auch mal überlegen, ob wir die Steine da vorne rauströschen wollen, einfach nur um uns... Ich würde tatsächlich einfach überlegen, den Hafen umzubauen und den
hinter unsere Häuser zu bauen. Auch eine Option, ja. Brauchen wir eigentlich jetzt noch Feinholz unterwegs? Also, wenn wir so, die Portale bauen wollen, ja doch. Dann haben wir das Cape wahrscheinlich, aber bloß nicht ausgerüstet, könnte ich mir vorstellen. Weiß ich gerade. Müsste ich das nächste Mal direkt mal gucken. Wir nehmen ja morgen wieder Minecraft auf. Für Donnerstag und Sonntag. Da gucken wir direkt mal, erinnert mich mal dran. Da gucken wir mal, ob wir dieses Cape da finden. Ja, ob wir das finden. Dann müssten wir es ja theoretisch haben. Und was ab nächste Woche, wo wir jetzt gerade über Dungeons reden, was ja ab nächste Woche auch rauskommt, neben dem neuen Ozean-DLC, ist ja dieses Geburtstags-Upgrade, was heute angekündigt wurde. Beziehungsweise das Geburtstags-Event. Ich habe mir noch nicht durchgelesen, was genau da passiert oder wie genau das aussehen wird, aber ich habe Bock drauf. Richtig. Ich sehe mich da schon richtig. Oh ja, die Raid Captains. Die Raid Captains wären ein Spaß, glaube ich. Zumal wir ja schon mit den uralten Jagden schon ein paar Problemchen immer wieder haben. Aber es soll ja auch nicht langweilig werden. So, und kurze Info am Rande. Es ist sehr gut, dass immer jemand am Mast steht. Das habe ich nämlich jetzt auch die Woche erfahren, weil wenn das Schiff auf hoher See kaputt gehen sollte, dann werden die, also dann droppen die Items quasi in der Mitte des Schiffs. Und wenn da jemand in dem Moment steht, nimmt er die quasi automatisch ins Inventar auf. Das heißt, die Eisennägel und das Holz und alles Mögliche gehen dann halt nicht verloren. Also selbst wenn du auf hoher See stirbst, landen die dann in einem schwimmenden Grabstein und sind immer noch besser zu recovern, als wenn sie an den Boden sinken. Machst du super, Benny. Bevor ich kann. Nee, ich glaube, die Raid Captains sind aber kein Teil des Geburtstags-Upgrades. Sie gehören zum Ozean-DLC, wenn ich es richtig verstanden habe. Also diesen Teil des kostenlosen Updates, was mit dem Ozean-DLC kommt. Aber ich glaube, das Geburtstags-Event selber ist nochmal was anderes. Ich muss mir das mal durchlesen. Morgen in der Folge gebe ich euch detailliertere Infos. Nee, Quatsch, am Donnerstag kommt die Folge für euch ja erst raus. Wieder die Beleuchtung ein bisschen korrigieren. Ich bin immer etwas überbelichtet heute. Ich krieg's nicht so richtig auf die Kette. Dieser eine Fluss da sieht relativ breit aus. Da können wir mit dem Longship ganz gut durchkommen. No? Und ihr kennt wahrscheinlich immer noch kein schönes Seemannslied. Habe ich recht? Nee. Schade. Hier in Relevant-Dingens. Ach so, ja, das stimmt. Das ging ja durch die Decke in letzter Zeit, ne? Dieses no. Song. Aber textsicher würde ich mich da auch nicht bezeichnen, außer den Refrain. Same. Soon may the Wellerman come to bring them sugar and tea and rum. Soon may... Ah ne, das war schon falsch. Danach ging es nämlich anders weiter. Ja. One day when the tugging is done, we'll take our leave and go. Eine Singstimme, Matze. Warum darfst du eigentlich singen und ich nicht? Du darfst auch Weil singen. Matze aber nur das gute nicht so Sachen. Inflationär macht wie du. Das stimmt, ja. Außerdem sind es bei dir meistens 90s-Hits und die sind halt einfach ein Verbrechen an der Menschlichkeit. Ich glaube, die fallen unter die Genfer stimmt. Konvention. Du fällst unter die Genfer Konvention. Was soll denn das jetzt, Junge? Hat aber recht. Gesicht fällt unter die Genfer Konvention. Lol. Der ist gerade quickly. So, dieses scheiß Segel ist im Weg. Kommt. Dann musst du es wohl mal einholen. Ah, Mensch, unser Chat ist textfester als wir. There once was a ship where they put in the sea, the name of a ship was Billy at Tea. Da, 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 da. Dann machen wir einfach unseren Macarena-Ding. Ich hab die Withered Bones mit, ja. Ich könnte okay. den. Warte, falsch. Wo ist denn das? Oh. Kannst du mal bitte nicht das Schiff erstmal. Ja, ich war gerade eben. Bitte schauen, nicht wenn du. Durch den Fluss navigieren musste, hat man gesehen. Weißt du meinst, wenn ich am Steuer sitze, soll ich nicht ins Handschuhfach gucken? Na gut. Oh Mann, ey. Nein, nach links, sehr gut. Ja, vielleicht finden wir auf dem Weg doch. Sogar eine Seeschlange. Ja, das wäre voll cool irgendwie. Wenn wir jetzt zu dritt sind, können wir die vielleicht sogar auch besiegen. Zumal das Longship ja das stabilste aller Schiffe ist. Mhm. Ich überlege gerade, ob wir den Fluss ansteuern oder ob wir um die Insel rumschippern wollen. Was sagt denn ihr? Ich würde durch den Fluss durch. Alles klar.
Oh. Komm schon. Trifft dich hier mal rum, Tokyo Drift-like.